Frau von der Leyen, ich würde direkt gerne mit Ihnen beginnen. Woran muss Deutschland vor allem arbeiten, wenn es um eine konsequente Verteidigungspolitik geht? Was sind die größten Baustellen? Die größten Baustellen ergeben sich aus dem, was wir in dieser Legislaturperiode erlebt haben. Ich habe in Vorbereitung dieses Kongresses noch mal Revue passieren lassen am Beginn der Legislaturperiode. Im Herbst 2013 war quasi noch nicht absehbar, was auf uns zukommt, nämlich das völlig veränderte Verhalten Russlands, Annexion der Krim, hybrider Krieg in der Ukraine, in der Ostukraine, das Bombardement Aleppos, wenn man das mal als Kristallisationspunkt nimmt. Genauso wenig war absehbar der rasante Vormarsch in seiner ganzen Brutalität des radikalen Dschihadismus unter dem Deckmantel des IS. Und daraus ergeben sich schon zwei der drei Baustellen, die ich sehe. Die erste ist, wenn man den Blick auf den Kampf gegen den dschihadistischen Terror, den sogenannten Islamischen Staat nimmt, dann haben wir im Irak vieles bisher richtig gemacht, vor allem, weil wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Und das ist der Blick nach vorne. Wir haben diesmal nicht der Versuchung stattgegeben, zu glauben, man könne mit westlichen militärischen Mitteln reingehen, das Ding drehen und beenden und wieder rausgehen, sondern den schwierigeren, mühsameren Weg, aber richtigen Weg beschritten, lokale Truppen zu ertüchtigen, in diesem Fall die Peschmerga oder die Sicherheitskräfte der zentralirakischen Regierung und, was noch viel wichtiger ist, konsequent von Anfang an den vernetzten Ansatz verfolgt, nämlich an dem Tag, an dem eine Region oder eine Stadt wieder erobert worden ist, sofort Wiederaufbau, Stabilisierung, Versöhnung, also Wasser, Elektrizität, Minen entsorgen, Häuser wieder aufbauen, erste Hilfe reinbringen, damit die Menschen eben merken, es macht einen Unterschied, ob der IS sie beherrscht oder ob sie frei sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite ergibt sich vor allem aus der Erfahrung mit Russland. Wir haben in den letzten 3 Jahren, weil sich der Kreml so verhält, wie der Kreml sich verhalten hat, einen enormen Modernisierungsschub der NATO gesehen. Das war richtig und wichtig. Ich glaube aber heute, dass wir mindestens dieselbe Kraft investieren müssen in eine Modernisierung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion. Wissend, dass man keine Konkurrenz zwischen beiden aufbauen darf, sondern dass sie komplementär zusammenarbeiten müssen. Es gibt Aufgaben, die sind unbestritten NATO, zum Beispiel Artikel 5. Gar keine Frage, das ist NATO. Aber wenn ich den Blick auf das Thema Migration und Afrika wende, dann sehe ich dort keine Aufgabe für die NATO, aber ich sehe eine große Aufgabe für die Europäische Union, die dort eine Antwort geben muss, gemeinsam mit den afrikanischen Staaten. Und dafür muss sie ihre vielen Instrumente, die sie im zivilen Bereich hat, aber die sie auch im militärischen Bereich hat, viel besser organisieren, bündeln, tatsächlich auch auf den Weg bringen und eine gemeinsame europäische Antwort geben. Und dritte und letzte Baustelle ist das Thema, was mit Macht, ja, sowohl in beiden Konfliktfeldern, also sowohl mit der Auseinandersetzung mit Russland, aber vor allem auch in der Auseinandersetzung mit dem sogenannten IS durchscheint, das ist das ganze Thema Cyberraum und Inforaum. Thema, wo wir gemeinsam arbeiten, das Bundesinnenministerium in der Federführung ist, aber für die Bundeswehr, das ist das Modernisierungsthema für die nächste Dekade für uns. Und wenn wir sehen, mit welcher Professionalität der IS eine archaische Ideologie verbreitet und rekrutiert, indem er den Cyberraum nutzt, nur um ein Beispiel zu nennen, dann ahnen wir, wie sehr wir dort Nachholbedarf haben, aber auf gutem Weg inzwischen auch gemeinsam sind. Das sind für mich die drei größten Herausforderungen, auch mit dem Blick nach vorne zu konsolidieren und dort weiter auszubauen. Dankeschön.
Sie sagten ja auch gerade, dass Europa militärisch einen größeren Beitrag leisten muss. Und da sind natürlich auch die Deutschen gefordert. Und wir wissen ja auch, wenn wir zum Beispiel auf die USA schauen ja auch immer und sagen, Deutschland müsse einen größeren Beitrag leisten, sich mehr beteiligen, militärisch auch beteiligen. Frau von der Leyen, wie sehen Sie das? Wir hören ja oft immer, dass es sehr viel Mangel bei der Bundeswehr gibt, dass es noch immer noch Probleme gibt beim Personal. Wie gut gerüstet ist denn unsere Bundeswehr für mehr internationale Einsätze? Die Bundeswehr kommt aus einer Phase der letzten 25 Jahre seit der Wiedervereinigung, wo berechtigt am Anfang die völlig überdimensionierte Armee der Einheit, zwei Armeen, die man zusammengelegt hat, reformiert und reduziert werden musste. Das ging dann aber über einen Punkt hinweg, als um uns herum die Welt immer friedlicher wurde und obendrauf die Wirtschafts- und Finanzkrise ihren Tribut forderte. Deshalb ist bis tief in die Strukturen der Bundeswehr hinein ein Kürzungsprozess gegangen, der erst klar wurde oder sichtbar wurde, als das, was ich eben geschildert habe, passierte, nämlich die Aufgaben, die das Parlament dann der Bundeswehr gestellt hat, ob es das ganze Thema Modernisierung der NATO ist, also schnelle Speerspitze, Enhanced Forward Presence, die vorne Präsenz jetzt in Litauen oder das Thema Kampf gegen den IS in der Koalition gegen den Terror, die ganzen maritimen Aufgaben von der Mission Sophia bis hin zur Ägäis-Aktivität, alle die, die sich mit den Themen beschäftigen, wissen, dass eine Vielzahl von Aufgaben, die der Bundestag der Bundeswehr in Auftrag gegeben hat, das bedeutet, wir müssen die Bundeswehr, damit sie diese Aufgaben auch erfüllen kann, angemessen ausrüsten und ausstatten. Und das hat mit sich gebracht, dass wir gemeinsam die Trendwende sowohl fürs Personal, Wiederaufbau, wir wachsen, als auch fürs Material und damit auch eine Trendwende in der Finanzierung der Bundeswehr eingeleitet haben. Das ist auf dem richtigen Weg, nur das wird über viele, viele Jahre der Verstetigung brauchen und das ist es, was vor uns liegt. Wird das ausreichen, Frau von der Leyen? Ich sagte gerade, es muss, also die Richtung stimmt und die Wenden sind richtig und nachhaltig auch angelegt. Nur, wir werden das erst in einigen Jahren wissen, wenn wir konsequent diesen Weg auch weitergegangen sind. Eines ist völlig klar, Europa und damit auch Deutschland wird mehr zu seiner Sicherheit, die es selber betrifft, auch schultern müssen. Und wenn wir den Blick nach Amerika wenden, ganz egal, wie die amerikanische Präsidentenwahl ausgeht, die Forderung an Europa, mehr Anteile der Verteidigungslasten auf seinen Schultern zu tragen, die wird weiterhin berechtigt im Raum stehen. Der werden wir uns stellen müssen. Mir ist aber nur wichtig, dass wir sie mit der typischen europäischen Farbe auch tun. Und das ist vor allem die Betonung, die ich vorhin beschrieben habe, des zivil-militärischen Ansatzes, der unverzichtbar ist. Da ging nämlich auch direkt die nächste Frage hin. Und zwar, wenn Sie sagen, wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit schultern, heißt das denn ganz praktisch auch mehr blutige Kampfeinsätze für Deutschland? Das ist immer der sozusagen kurzsichtige Schluss. Was heißt blutiger Kampfeinsatz? Man muss doch fragen, wie ist die Lage, mit welchem Ziel tun wir was? Und gerade mit dem Blick auf den Irak, es war die richtige Entscheidung, übrigens zum ersten Mal in unserer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Waffen und Ausrüstung in ein Krisen- und Konfliktgebiet zu bringen, flankiert mit Ausbildung der Peschmerga. Die haben ein vitales Interesse, ihre Heimat zu verteidigen. Die haben ein vitales Interesse, die Flüchtlinge, die bei ihnen sind, zu schützen, die wir dann auch humanitär unterstützen. Unendlich viel Geld ist zu Recht in die Unterstützung der Flüchtlinge auch gegangen. Und wenn wir uns dann beteiligen beim Aufbau dieses Landes, bei der wirtschaftlichen Stabilität dieses Landes, dann stimmt die Herangehensweise. Der Einsatz bleibt riskant. Es ist nie so, dass Soldatinnen und Soldaten mandatiert in einen Einsatz geschickt werden, der nicht ein gewisses Risiko hätte. Mali ist ein riskanter Einsatz, Afghanistan ist ein riskanter Einsatz. Und insofern ist die Formulierung kurz gegriffen, die Sie eben genommen haben. Man muss immer sich hinsetzen, warum wollen wir das machen, was ist unsere Herangehensweise, wie wird der Erfolg nachhaltig gesichert und wie gehen wir schrittweise auf die Dauer wieder raus. Diese Fragen muss man sich stellen, sonst kann man es nicht verantworten, diese Männer und Frauen in solche Einsätze zu schicken. Wird das den USA auch ausreichen? Wir sehen ja anhand des Kampfes der Koalition gegen den Terror,
die maßgeblich ins Leben gerufen worden ist durch die USA, dass sie aus den Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, auch gelernt haben und dass sie es diesmal anders angegangen sind. Es kostet mehr Zeit, es kostet mehr Kraft, es ist der richtige, nachhaltige Weg, diejenigen vor Ort zu ertüchtigen, die ein vitales Interesse daran haben, ihr Land zu verteidigen, sie in die Lage zu versetzen, dieses zu tun. Und diesen Weg sind die USA konsequent in den letzten 2 Jahren mit uns allen, und die Koalition umfasst 64 Länder, das darf man nicht vergessen, das ist eine große Zahl an Ländern, die man organisieren muss, sind sie konsequent gegangen. Wenn wir diesen Weg so weitergehen und er erfolgreich ist, im Irak ist es so, in Syrien sieht man, was passiert, wenn wir keine Einigkeit haben, mit welchem Ziel wir oder wie wir gemeinsam den IS bekämpfen. Wenn wir im Irak diesen Weg konsequent gemeinsam gehen, dann kann man eben auch die Bilanz am Ende ziehen, so ist es richtig. Und das machen die USA mit. Herr de Maizière, wir wechseln zum Thema Inneres. Ich habe Sie auch im Vorfeld gefragt, Ihr Büro gefragt, was ist die größte Baustelle bei innerer und äußerer Sicherheit? Sie haben gesagt, die größte Baustelle aus Ihrer Sicht ist das Fehlen einer sachlichen, öffentlichen Debatte über das, was die Sicherheitsbehörden in Deutschland dürfen müssen. Sie sagen, da herrsche eigentlich zu viel hysterisches Misstrauen. Ist dieses Misstrauen nicht vielleicht auch angebracht? Also zunächst fange ich mal an, wo wir keine große Baustelle haben. Ja, Sie wollen es umdrehen. Das ist die, aber ich komme wieder auf die Baustelle zurück. Das ist die Einigkeit zwischen CDU und CSU. In den Bereichen haben wir nämlich keine Baustelle, sondern wir sind einig. Das ist ja schon mal, glaube ich, ein wichtiger Startpunkt. Dann zu der Frage, wie Sie mich zitiert haben. Sehen Sie, wir Innenpolitiker haben oft mit folgendem Phänomen zu tun. Wenn etwas passiert ist, sagen alle, warum habt ihr nicht dran gedacht, jetzt muss aber schnell was passieren. Nur die Umsetzung dauert oft. Wenn aber nichts passiert und die Innenpolitiker, die Sicherheitspolitiker machen vernünftige Vorschläge, sagen, ist das denn nötig? Brauchen wir das wirklich? Und wenn wir sozusagen uns nicht zu sehr treiben ließen von spektakulären Ereignissen und nicht zu misstrauisch wären, wenn nichts passiert ist, dann könnten wir ruhiger und entschlossener und besser vorbereitet Maßnahmen für die öffentliche und innere Sicherheit tun. Deswegen, glaube ich, ist das, so habe ich das gemeint, ein wichtiger Punkt. Ich finde Misstrauen gegenüber unseren Sicherheitsbehörden ist im Grundsatz unberechtigt. Kein Polizist geht morgens in seine Dienststelle und überlegt, welche Grundrechte er mit welcher Freude mal heute einschränken kann. Glauben Sie, es macht Spaß, Polizisten am Wochenende in eine Wohnung zu gehen, wenn ein betrunkener Mann seine Frau verprügelt, in deren Privatwohnung zu gehen und die voneinander zu trennen? Das macht ihm doch nicht Spaß. Es macht doch überhaupt keinem Spaß, ein Telefon abzuhören. Das sind notwendige Maßnahmen, die man zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung machen muss. Und das verdient Lob und nicht Misstrauen. Dass es im Einzelfall Fehler gibt und dass es dann Disziplinarverfahren, alles Mögliche gibt, Untersuchungsausschüsse, das ist irgendwie selbstverständlich. Die dritte Baustelle ist, oder das dritte, was ich sagen möchte, ist, das hat Ursula von der Leyen schon gesagt, für den Cyberbereich, ich sage es ein bisschen allgemeiner, die Nutzung moderner Techniken durch Kriminelle und die hinterherhinkende Möglichkeit der Nutzung neuer Techniken durch Sicherheitsbehörden. Das ist sicher eine große Baustelle, die wir haben. Und letztens, die klassische Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit wird bei der Internationalisierung immer fragwürdiger. Bei Cyber ist es schon klar, aber auch bei OK, bei militärisch organisierten Milizen und all dem, da müssen wir, glaube ich, besser zusammenarbeiten und wo es rechtliche Hindernisse gibt, die dann auch beseitigen. Wo würden Sie denn, was wäre denn ein Vorschlag, um besser zusammenzuarbeiten, wenn Sie sagen, Sie möchten diese Trennung nicht mehr haben? Na, es ist ja, diese Trennung stammt aus einer Zeit, wo es gute Gründe für diese Trennung gab und wo klar war, der eine hat, sozusagen ist ein Kombattant, der hat eine Uniform an und der andere ist ein Krimineller. Jetzt sehen wir Terrorfinanzierung, Drogenfinanzierung, und militärische, quasi-militärische Aktionen der IS zusammengenommen.
Oder wir sehen einen Angriff gegen uns, einen Cyberangriff. Da ist aber bei der Angriffsart nicht erkennbar, ob es sich um einen militärischen Angriff handelt oder einen zivilen Angriff und was eigentlich das Motiv ist. Wir kriegen das hin, wir haben diese Idee der gemeinsamen Zentren im Bereich der Terrorabwehr, wir haben ja ähnliche Themen der verschwimmenden Grenzen zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten. Man kann das durch gute Zusammenarbeit lösen, aber wenn wir alleine auf der Welt wären, dann würden wir sicher auch im Blick auf das Grundgesetz den einen oder anderen Vorschlag entwickeln. Sind wir aber nicht und deswegen arbeiten wir jetzt, so wie die Dinge sind, so gut wie und so eng wie möglich zusammen. Der islamistische Terrorismus beschäftigt uns sehr in Deutschland. Das ist auch einer der Workshops hier, der das nochmal speziell zum Thema hat. Herr de Maizière, wie schätzen Sie die Sicherheitslage ein, aktuell hier in Deutschland? Nun, da sagen wir gemeinsam seit einigen Monaten, die Sicherheitslage ist ernst, sehr ernst. Ich habe seit langer Zeit, verwende ich nicht mehr das Begriff von der abstrakten und der konkreten Gefahr, sondern sie ist ernst. Deutschland ist im Fokus des internationalen Terrorismus. Es ist gelungen, Anschläge zu verhindern. Ich hoffe, das gelingt weiter. Versprechen können wir es nicht. Aber ich glaube, die Bevölkerung weiß genauso gut wie wir, die wir für die Sicherheit verantwortlich sind, dass wir in einer ernsten Lage leben. Herr Griebel, Sie wiederum sehen als größte Baustelle beim Thema innere Sicherheit die Frage der Identitätsfeststellung, ich zitiere, und Verwaltung von Personen, die sich in Deutschland aufhalten. Was meinen Sie damit genau? Das ist im Kern genommen einer der Anlässe, weswegen auf gesellschaftlicher Ebene, ich komme ja aus dem kommunalen Bereich und berichte eben nicht nur aus meiner Stadt, sondern auch in der Funktion des Austausches aus dem Deutschen Städtetag darüber, das ist ein Ansatz dafür, warum Verunsicherung in der Bevölkerung vorhanden ist. Die Situation, die wir erlebt haben vor gut einem Jahr, als viele Menschen zu uns gekommen sind, teilweise die Strukturen dafür nicht vorbereitet waren, und viele auch gekommen sind, ohne dass man genau wusste, mit wem hat man es zu tun. Und das ist so ein Vakuum, so eine Blackbox, die zu Verunsicherung bei Menschen führt. Das hört man relativ oft, wenn man mit den Leuten spricht. Und einhergeht natürlich dann das generelle Unsicherheitsgefühl, das spürbar gewachsen ist. Ich sage nicht, dass es berechtigt ist und ich stelle auch bewusst nicht auf die Frage der objektiven Sicherheit ab, sondern ich berichte nur über die Gefühlslage und die Wahrnehmung der Menschen, und Ängste kann man nicht verbieten, sondern da muss man letztendlich damit umgehen. Wenn ich dann oft von Leuten höre, sie trauen sich bei Dunkelheit nicht mehr raus oder sie haben Sorge und Angst im öffentlichen Personennahverkehr oder auf öffentlichen Plätzen. Das hat zugenommen in der letzten Zeit. Viele Frauen berichten darüber, dass sie angesprochen werden. Da ist nirgendwo, wie soll ich sagen, jetzt kriminelles Potenzial im Sinne einer Straftat dahinter, aber das ist so eine allgemeine Kulisse, die natürlich dadurch, dass sie tradiert wird, auch verstärkt wird. Und ich bin fester Auffassung, dass man damit umgehen muss und dass man dafür auch Lösungen braucht. Ich glaube, dass wir viele Strukturen für die objektive Sicherheit haben, die vielleicht aber mit Misstrauen unterlegt sind, das Thema, das wir gerade eben andiskutiert haben, die auch nicht hinreichend transparent oder bekannt sind. Jedenfalls glaube ich, dass diese Verunsicherung angegangen werden muss und die Dinge auch zusammenhängen. Ich glaube nicht, dass wir im Bereich der äußeren Sicherheit Tragfähiges leisten werden können, wenn wir im Land, in der Bevölkerung eine Verunsicherung haben, wenn es sozusagen um die eigene Freiheit geht, sich so verhalten zu können, wie man es bislang getan hat. Ich stelle zum Beispiel oft fest, dass Leute nachdenklich sind, wenn sie auf Großveranstaltungen gehen. Man stellt fest, dass Security zugenommen hat, Polizeipräsenz ist da. Das ist eigentlich dasjenige, was gefordert ist, und trotzdem ist diese Unwägbarkeit da. Also es ist eine Situation, die einfach nur mal eine Situationsbeschreibung darstellt. Sie erleben das im Alltag, weil die Leute mit ihren Ängsten zu Ihnen kommen. Sie sagen, wir müssen da mehr tun. Was wäre denn eine Lösung? Sie sagen, wir müssen das offen thematisieren und wir müssen auch Lösungen finden. Was wäre ein Vorschlag für eine Lösung? Na gut, es beginnt schon bei der Bewusstseinsbildung, und das ist nicht unbedingt der Ruf jetzt sozusagen nach der Politik oder nach dem Gesetzgeber, sondern Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft selbst. Wenn wir uns bewusst machen, dass Freiheit das zentrale Gut ist und wir nichts machen können,
und unsere Freiheitsrechte nicht ausüben können, ohne dass Sicherheit gewährleistet ist, dann muss man auf der anderen Seite aber auch akzeptieren, dass Freiheit in Teilen eingeschränkt werden muss, um diese Sicherheit zu gewährleisten. Dann kann ich nicht heute argumentieren, ich bin gegen Videoüberwachung, gegen Überwachung im öffentlichen Personennahverkehr und all dieses mehr und morgen aber genau diese Maßnahmen einfordern, wenn was passiert ist. Man darf es nicht anlassabhängig machen, sondern das Bewusstsein muss zunächst einmal da sein. Ganz wichtiger Punkt, wenn ich Freiheit will und die großen Freiheitswerte leben will, Meinungsfreiheit leben will, die Unversehrtheit von Körper und Leben gewährleistet haben will, wie selbstverständlich, dann muss ich auch gewisse Einschränkungen hinnehmen. Und das Zweite ist meines Erachtens eine ganz wichtige Botschaft, die aber auch an die Gesellschaft in erster Linie zu adressieren ist. Keine Angst, ich habe auch einige Ansatzpunkte, wo man vielleicht noch Verbesserungen machen kann, was das Regeln anbelangt. Aber eines ist ganz wichtig, unsere Sicherheitskräfte brauchen wieder mehr Beachtung und Respekt. Das ist nicht nur eine Frage der Motivation der Sicherheitskräfte und der Polizei, sondern das ist auch eine Frage der Effizienz des Auftretens von Sicherheitsbehörden und Polizei, wie ernst sie wahrgenommen wird, wie ernst sie genommen wird. Und wenn wir daran nicht arbeiten, ist allein der Ruf nach mehr Personalstärke als solches nicht ausreichend. Herr Herrmann, wir kommen nochmal zum anderen Thema, was aber auch hier schon angerissen worden. Sie haben nämlich gesagt, die größte Baustelle in puncto Sicherheit ist für Sie die Internet- und Computerkriminalität, also Stichwort Cybercrime, um mal das Neudeutsch zu sagen, die Abwehr von Cyberangriffen. Warum sind gerade, und die Minister haben das vorher auch schon erwähnt, warum sind gerade Cyberangriffe so gefährlich? Warum muss das so ein Schwerpunkt werden? Also alles, was Ursula von der Leyen und Thomas de Maizière dazu gesagt haben, ist völlig richtig. Das ist genau der Punkt, weshalb ich das auch für eines der größten sicherheitspolitischen Themen halte. Auch ein Beispiel, wo letztendlich Fragen der äußeren und der inneren Sicherheit auch in der Bedrohung für unser Land inzwischen fast nahtlos ineinander übergehen. Häufig weiß man das ja zum Beispiel bei einem Cyberangriff noch gar nicht, woher der kommt. Es ist unterschiedslos, ob der aus dem Inland oder aus dem Ausland kommt. Das ist ein Riesenthema, wo wir uns technisch aufstellen müssen, wo wir uns personell aufstellen müssen, wo heute schon auch nach Schätzungen des Bundesverbands der deutschen Industrie gigantische Schäden Jahr für Jahr im Milliardenbereich entstehen, ohne dass das ein Großteil unserer Bevölkerung überhaupt bewusst ist. Letztendlich ist dies Letztere, wenn ich sage, das ist vielen bei uns gar nicht bewusst, dann schon einer der Punkte, wo man sagt, zwischen dem, was die Menschen unmittelbar als großes Sicherheitsthema im Moment wahrnehmen und den Dimensionen, was ansonsten noch real unterwegs ist, ist natürlich manchmal auch ein Unterschied. Wenn Sie eine Umfrage wahrscheinlich draußen auf der Straße und der nächsten 100, die vorbeigehen, fragen würden, dann würden auf die Frage, was ist das größte Problem, wahrscheinlich häufiger die Antwort Einbruchsdiebstähle, Wohnungseinbrüche kommen, als dass einer von den Bürgern, der draußen vorbeigeht, ihnen Cybercrime sagt. Ja. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen, weil das betrifft das Sicherheitsgefühl der Menschen. Und wenn das Sicherheitsgefühl eben nach deren eigener Wahrnehmung von Wohnungseinbrüchen stark beeinträchtigt ist, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen und ganz konkret überlegen, was können wir tun. Ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, wenn wir auf der Landesebene auch zusammenarbeiten. Ich war letzte Woche in Hamburg bei der CDU-Bürgerschaftsfraktion eingeladen, um über Sicherheit in Bayern, auch in Relation zu Hamburg, zu reden. Und ja, ich sage das als ein Beispiel, nur weil ich dort eingeladen würde, sonst würde ich mich nicht trauen, das hier heute anzusprechen. Aber die Kollegen von Hamburg haben mich eingeladen. Und natürlich vor dem Hintergrund, dass auch aus deren Sicht, CDU Hamburg, es kein Naturgesetz gibt, warum zum Beispiel die Strafbarkeitsrate, also die Zahl von Vergehen, Verbrechen, von Straftaten im vergangenen Jahr in der Millionenstadt Hamburg mehr als doppelt so hoch war als in der Millionenstadt München. Ich glaube, dass keiner behauptet, dass das sozusagen von Natur aus oder von der Geburt der Münchner aus oder dergleichen so ist, sondern das hat was schon mit der Realität in einer Stadt zu tun, mit der Frage, wie mit der Kriminalitätsbekämpfung umgegangen wird, wie die Polizei aufgestellt ist oder dergleichen. Und wenn ich gerade von Wohnungseinbrüchen gesprochen habe, ja, in den Nordrhein-Westfalen war die Wohnungseinbruchsziffer bezogen in Relation zur Bevölkerung im vergangenen Jahr 6-mal so hoch als in Bayern. Und ich sage das jetzt nicht mehr, damit die Bayern sich auf die Schulter klopfen, sondern
ich sage, an dem Beispiel wird doch deutlich, an den Unterschieden, die wir inzwischen zwischen den Ländern haben, dass es schon was damit zu tun hat, wie man mit diesen Themen umgeht und wie wichtig uns innere Sicherheit ist. Und deshalb werbe ich in der Tat, sind wir gemeinsam da unterwegs, das muss weiterhin Markenkern von CDU und CSU sein. Und ich sage, nur deshalb spreche ich die bayerischen Zahlen an, es ist offensichtlich mehr Sicherheit möglich, wenn man sich entsprechend reinhängt, wenn man sich entsprechend aufstellt, entsprechend was dafür tut. Und das muss nicht nur auf der Bundesebene, sondern das muss auch für uns alle in den Ländern eine große Herausforderung sein. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, wenn das sind nicht nur einzelne Herausforderungen wie die Kölner Silvesternacht und dergleichen. Die war dann vielleicht ein besonderer Ausbruch besonderer Missentwicklungen. Ich will auch gar nicht von mir aus über andere Bundesländer reden. Es wird aber immer wieder an mich herangebracht. Wir müssen gemeinsam insgesamt CDU und CSU in ganz Deutschland dafür stehen, alles Menschenmögliche für die Sicherheit zu tun. Thomas de Maizière hat völlig recht. Das gilt für alle Themen der Kriminalität. Keiner von uns kann hundertprozentige Sicherheit garantieren. Das wäre Unfug, das kann keiner. Aber das Menschenmögliche, dass wir von Seiten der Politik, CDU und CSU, das Menschenmögliche dafür tun, dass die Menschen möglichst sicher leben können in unserem Land, das erwarten sie von einem starken Staat. In dem Punkt, wir können zig Dinge privatisieren und dergleichen. Aber in puncto Sicherheit erwarten die Menschen einen starken Staat von uns. Und für den müssen wir stehen. Das Panel hier steht ja auch unter dem Thema Zusammenwirken oder Zusammenarbeit deutscher Sicherheitskräfte. Und da habe ich im Vorfeld eben auch abgefragt und habe gesagt, vergeben Sie doch mal eine Schulnote für die aktuelle Zusammenarbeit der deutschen Sicherheitskräfte. So, die Polizei hat super gut abgeschnitten, da haben alle die Polizei gelobt, kann ich jetzt schon mal direkt so sagen. Deswegen gehe ich mal dahin, wo die Noten nicht so gut waren. Und zwar haben wir jeweils eine 3 und sogar eine 4 bekommen, wenn es darum geht, dass die Behörden nicht untereinander genug sich austauschen, nicht genug vernetzt sind, dass da immer noch Datenschutzgründe, datenschutzrechtliche Gründe sind etc. Das haben vor allem Herr Griebel und Herr Herrmann gesagt. Herr Herrmann, was wünschen Sie sich da mehr? Warum diese Note? Sie haben eine 3 vergeben. Sie wünschen sich da eine bessere Zusammenarbeit. Es geht um die rechtlichen Rahmenbedingungen. Nicht, dass die nicht wollten oder könnten, sondern ich spreche damit die rechtlichen Rahmenbedingungen an. Zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz. Wenn ich anschaue, was da das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren entschieden hat, macht es das natürlich schon extrem schwer. Wenn ich mir den Erfahrungsbericht oder insgesamt die Gesamtbilanz des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zur NSU-Affäre anschaue, dann ist das parteiübergreifende Votum dieses Untersuchungsausschusses gewesen, es muss eine engere Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Kriminalpolizei geben. Es muss mehr Informationsaustausch geben. Das steht wörtlich so in dem Bericht drin. Gemeinsam gibt es ja Teile, die kontrovers dann immer in den Erfahrungsberichten sind, aber da gibt es einen großen Teil, der gemeinsam genau sagt, es muss mehr Informationsaustausch geben, mehr Zusammenarbeit geben. Aber da kommt natürlich auch wieder die Skepsis rein von vielen Bürgern. Entschuldigung, wenn ich die beiden letzten Urteile des Bundesverfassungsgerichts anschaue, das eine beschäftigt sich, was darf das Bundeskriminalamt an den Bundesverfassungsschutz geben und das andere beschäftigt sich damit, ich sag mal jetzt grob verkürzt, was darf der Verfassungsschutz an das Bundeskriminalamt geben, dann wird es eher immer schwieriger gemacht. Da steht nicht etwa drin, wie die das besser, leichter machen können, sondern dann werden die Hürden eher immer höher gehoben. Und da kann ich nur sagen, das erscheint mir zunehmend weltfremd. Das ist geschieht genau vor dem Hintergrund, was Thomas de Maizière vorhin gesagt hat. Als ob wir in erster Linie alle sozusagen von zu viel Verfassungsschutz oder zu viel Landeskriminalamt oder dergleichen bedroht wären. Nein, ganz im Gegenteil. Wir brauchen da mehr Zusammenarbeit, eine intensivere Zusammenarbeit. Manchmal da hat es in der Vergangenheit auch Fehler gegeben, mal, dass die nicht von sich aus gut zusammengearbeitet haben. Aber wir können doch, wenn wir feststellen, da ist zu wenig zusammengearbeitet worden, nicht die rechtlichen Hürden noch höher hängen, sondern wir müssen die alle antreiben, noch besser zusammenzuarbeiten. Und wir brauchen auch insgesamt, das habe ich allerdings auch manche Diskussionen hier in Berlin in den letzten Jahren nicht ganz verstanden, immer im Bundestag, auch im Punkt unserer Nachrichtendienste, also was vor allen Dingen Beiträge der Linken und der Grünen und so weiter anbetrifft. Ja, da ist
auch gelegentlich über Fehler von Nachrichtendiensten geredet worden. Es gibt jemanden, der keine Fehler macht. Bei der NSU-Affäre gab es ja gerade viele Fehler vom Bundesverfassungsschutz. Da wurden Daten zurückgehalten. Es gibt, ich verwende da ein ziemlich banales Beispiel. Kommt demnächst in irgendeinem Ort hier, vielleicht auch in der Umgebung von Berlin, irgendwo die Freiwillige Feuerwehr 10 Minuten zu spät. Wenn Sie am nächsten Tag sagen, das ist aber jetzt ganz schlecht gewesen, dass die 10 Minuten zu spät kommt, jetzt schaffen wir die Feuerwehr ab, die ist ja unbrauchbar, würden doch wahrscheinlich in dem Dorf alle Leute sagen, ihr spinnt wohl. Sorgt dafür, dass die Feuerwehr das nächste Mal nicht mehr 10 Minuten zu spät kommt. Aber ihr könnt sie doch nicht abschaffen, die brauchen wir. Aber genau in dem Stil haben wir in den letzten Jahren über unsere Nachrichtendienste diskutiert. So, also die Linken und die Grünen insbesondere. Aber manche Debattenbeiträge waren da auch auf anderer Seite nicht ganz zu verstehen. Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, wir können doch auch, wenn ich mir wer da in Schleswig-Holstein von den Syrern festgenommen worden ist, der Fall in Chemnitz und dergleichen. Wir sind ständig davon abhängig, dass ausländische Nachrichtendienste uns freundlicherweise Informationen zur Verfügung stellen. Wir brauchen nicht weniger Nachrichtendienste, wir brauchen mehr und bessere Nachrichtendienste für Deutschland angesichts der Herausforderung. Jetzt will ich nochmal sagen, wenn ein bayerischer Politiker für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und zwischen den Ländern eine 3 gibt. Na, Herr de Maizière hat eine 2 vergeben, das sollte man vielleicht an der Stelle sagen. Und bei dem strengen bayerischen Schulsystem ist das eine ziemlich gute Note. Muss man sagen. Und damit noch ein bisschen Würze hier reinkommt, wir haben natürlich nach dem NSU, wo es ein Problem der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern innerhalb der Verfassungsschutzämter gab, haben wir ein neues Gesetz gemacht, diese Legislaturperiode. Dem habt ihr auch zugestimmt, wir haben alle dem zugestimmt. Wir hätten uns natürlich noch ein bisschen mehr Koordinierung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz vorstellen können, haben dann aber einen Kompromiss gemacht, es geht ganz gut. Also manchmal haben wir auch noch Bund-Länder-Streitigkeiten. Ich will aber ein Beispiel von Herrn Griebel nochmal aufgreifen und da hat ja auch im Hermann recht. Für die Zusammenarbeit bin ich immer offen, lieber Thomas. Ja? Nur unser ausgeprägtes föderalistisches Selbstverständnis ist schon, dass die Sicherheit, dass es um die Sicherheit Bayerns besser bestellt wäre, wenn wir mehr Anweisungen in Sachen Sicherheit aus Berlin bekommen. Da haben wir, es war ja auch nicht immer du Innenminister, sondern auch mal andere, wenn ich über die Jahre hinzurückdrücke, da habe ich ein gewisses Grundmisstrauen einfach grundsätzlich. Aber also da sind wir wieder beim Misstrauen, Herr Herrmann. Ich bin, was die Anweisungen anbelangt, die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch uneingeschränkt. Okay. Ja? Entschuldigung, um das nochmal klarzustellen. Das ist also zwischen Anweisung und nebeneinander her gibt es ja noch etliche Zwischenformen, zum Beispiel Koordinierung. Und es wäre natürlich nicht schlecht, man würde zum Beispiel technisch imstande sein, bei Daten über Wohnungseinbruch mal die Tatmuster auf der gleichen IT-Schnittstelle zwischen Ländern und dem Bund auszutauschen. Das hatten wir bisher nicht, aber das kriegen wir sicher hin und da wollen wir bei der nächsten IMK drüber reden. Ich will etwas anderes sagen, da bin ich bei Herrn Griebel nochmal. Identifizierung. Was war das Kernproblem neben der großen Zahl? Dass wir ein Rechtssystem hatten, dass den Austausch von Informationen zwischen Behörden, die traditionellerweise nicht Daten austauschen, nicht möglich, ja sogar verboten war. Zwischen Bundespolizei, Ausländerbehörde, BAMF, Jugendämtern, ich weiß nicht wem. Als die Krise da war, haben alle gesagt, wieso tauscht ihr denn die Daten nicht aus? Kann doch nicht sein, der eine registriert und der andere weiß davon nichts. Und nur in der Not haben wir mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz, mit viel IT-Zusammenarbeit, es hinbekommen, dass jetzt alle im Großen und Ganzen registriert sind. Und zwar mit Zugriffsmöglichkeiten für alle anderen. Warum lernen wir eigentlich immer nur in der Not? Können wir nicht mal sowas auch für andere Fälle, übrigens weit über Sicherheit hinaus, fürs Gesundheitswesen, für alle Dinge machen, dass wir einfach Daten besser vernetzen und dann über die Frage, wer darf Zugriff haben, kluge Datenschutzregeln zu haben und nicht schon alleine Datensilos nebeneinander aufbauen. So, das würde ich mir wünschen. Zum Thema BKA und Bundesamt für Verfassungsschutz bin ich voll der Meinung von Joachim Herrmann. Wir haben für ein Gesetz, was in der ersten großen Koalition zustande gekommen war, gestritten. Das Bundesverfassungsgericht hat in einigen Punkten eine abweichende Meinung gehabt. Ich habe mir erlaubt, das Urteil zu kritisieren. Da haben einige gesagt, das gehört sich nicht. Fand ich trotzdem richtig.
Ja, man kann doch nicht, wenn man vor Gericht für eine Position streitet und unterliegt zur Hälfte, da kann man doch nicht sagen, es ist ein großartiges Urteil. Also das finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch, und das Verfassungsgericht kritisiert die Regierung, da darf auch die Regierung mal das Verfassungsgericht kritisieren, wenn man die Entscheidung akzeptiert, und das, da muss man nicht so wechselseitig mimosenhaft sein, das sind doch alles erwachsene Leute. Das ist so, jetzt wollen wir ein neues BKA-Gesetz vorlegen, noch diese Legislaturperiode, mit dem Ziel, dass wir die Zusammenarbeit, die nötig ist, wirklich aufrechterhalten. Also Zusammenarbeit ist das A und O, und bei Weisungen muss man gucken, wie man sich einigt. Dann würde ich gerne, bitteschön, würde ich gerne jetzt die Möglichkeit nutzen, dass Sie Fragen stellen. Wir öffnen fürs Publikum. Da haben wir eine erste Frage, genau. Und zwar, wenn Sie möchten, wir können es mal versuchen, bitte, ob wir Sie hören. Wenn nicht, hinter Ihnen stehen zwei Mikrofone. Wenn Sie sehen, in beiden Gängen stehen Mikrofone. Sie können sich auch gerne dorthin begeben und die Frage stellen. Aber versuchen Sie es mal so, ich glaube, wir hören Sie. Ist es zu leise? Hätten Sie es? Ja, dann müssen Sie leider, schauen Sie mal hinter sich, da, genau, Sie müssen leider einmal durch. Das hätte ich vorhin vielleicht einmal nochmal sagen sollen, aber in beiden Gängen, dort hinten steht auch noch eins. Genau, wunderbar. Da sind die beiden Mikrofone, ich glaube, dann klappt es besser. Danke. Okay, danke nochmal. Mein Name ist Mustafa Sinan Özal, von CDU-Mitglied Hochtaunus. Meine Frage an Herrn de Maizière. Es kam doch vor 2 Monaten raus, laut einer vertraulichen Stellungnahme der Bundesregierung, dass Türkei ein Podium ist für islamistische Gruppierungen und dass Erdogan die irgendwie unterstützt. Ich wollte nur fragen, als ein besorgter Bürger, was kam da, was ist denn da passiert? Denn die Tagesschau hat da auch geschrieben, ich zitiere, das ist sehr hochexplosiv und es ist schon 2 Monate her, wir haben noch kein Follow-up. Warum dauert das immer so lange, bis wir was da kriegen? Denn das sind sehr Themen, die uns wirklich jeden Tag beschäftigen. Ich habe auch 2 Kinder und ich fühle mich in Deutschland sicher und ich will auch, dass Deutschland sicher bleibt. Vielen Dank. Ja, das war eine zugespitzte Formulierung eines größeren Bildes, was man über die Türkei zeichnen muss. Im Moment haben wir natürlich große Bedenken im Blick auf die innere Entwicklung in der Türkei, die sich dort abspielt. Es ist nicht in Ordnung, dass Parlamentsmitglieder, Oppositionelle verhaftet werden. Es ist nicht in Ordnung, wenn Pressefreiheit eingeschränkt wird. Das müssen wir kritisieren, und da NATO-Partner hin oder her, auch zwischen Partnern, muss man da ein offenes Wort sagen. Zugleich ist die Türkei im Blick auf den Terrorismus auch für uns ein wichtiger Partner. Die PKK ist auch in Deutschland eine terroristische Organisation und als solche gelistet. Wir wollen nicht, dass Debatten, insbesondere gewalttätig, auf deutschem Boden ausgetragen werden. Das kann woanders ausgetragen werden. Wir können uns über unsere innenpolitischen Sachen streiten, aber bitte nicht über Zustände anderer Staaten auf deutschem Boden mit Gewalt. Das wollen wir nicht. Wir haben eine Zusammenarbeit, die jedenfalls besteht und auf der wir Wert legen, im Blick auf die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Wir wissen, dass viele Deutsche, die den sogenannten IS unterstützen wollen, über die Türkei dorthin reisen oder zurückreisen. Dort haben wir Interesse an Vereinbarungen, dass uns das mitgeteilt wird, wenn jemand zurückkommt, damit wir die Betroffenen auch auf deutschem Boden verhaften können. Das funktioniert zum Teil ganz gut, zum Teil könnte es besser funktionieren. Also das Verhältnis zur Türkei ist schwierig. Und die Türkei hat auch ihre Position etwa gegenüber manchen Gruppierungen in Syrien und im Irak verändert, insbesondere dann, als sie selber auch nochmal zusätzlich Opfer von Terrorismus geworden ist. Also ein differenziertes Bild auf die Türkei unter Wahrung unserer Interessen, unserer nationalen Interessen, ist, glaube ich, der richtige Weg. Genau, wir haben 2 Herren, die schon am Mikrofon stehen. Von mir aus gesehen, links wäre der erste, genau. Dankeschön. Mein Name ist Axel Jüss, ich bin Mitglied im Kreisverband Berlin-Mitte und ich möchte gerne eine Frage stellen zum Thema Cybercrime, und zwar inwieweit es, vor allen Dingen an den Innenminister, inwieweit es auch Schutz sein könnte, bestimmte Bereiche nicht zu digitalisieren oder anders zu digitalisieren. Ein konkretes Beispiel: Früher hätte man dann ein Stellwerk einbrechen müssen, um durch Verstellung einer Weiche einen Zug entgleisen zu müssen. Heute können Sie bei digitalisierten Weichen den Angriff aus dem Wohnzimmer starten.
Und auch Kraftwerke könnten ja ein Punkt sein, wo man überlegt, bestimmte Bereiche bewusst nicht zu digitalisieren oder anders lokal zu digitalisieren, um sie nicht Angriffen auszusetzen, die früher gar nicht möglich gewesen wären. Danke. Ja, darauf gibt es keine, klare Patentantwort. Es gibt Fälle, da stimme ich Ihnen zu, da ist physische Trennung aus Sicherheitsgründen sinnvoll. Und über elektronische Trennsysteme, Firewalls und Ähnliches hinaus ist dann die physische Trennung, glaube ich, etwas Sinnvolles. Aber es gibt andere Bereiche, da kann gerade erst Digitalisierung auch einen entsprechenden Schutz bedeuten. Sehen Sie, in ein Stellwerk einzubrechen, vor allem wenn es nicht 24/7 besetzt ist, ist irgendwie ziemlich leicht. Und dann brechen Sie in ein Stellwerk ein und legen die Weiche um und produzieren einen großen Unfall. Und von daher ist eine zentrale Steuerung und vor allen Dingen eine zentrale Erkenntnis, wo denn eine Weiche anders steht, als sie ist, die ist von großer Bedeutung. Joachim Herrmann hat, wir alle haben das mit natürlich Entsetzen gesehen, könnte berichten über den Unfall in den Bad Aibling, den Unfall. Und da hat man gesehen, dass menschliches und technisches Versagen, tja, wem will man da Recht geben? Es gibt Leute, die sagen, der Absturz von Germanwings durch den Piloten, ja, wir machen doch lieber automatische Piloten, keine menschlichen Piloten. Andere sagen, ich gehe aber nie in ein Flugzeug, wo überhaupt noch der Automat steuert. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern das Höchstmaß von Sicherheit ist geboten, da kann Digitalisierung helfen. Aber es gibt auch Fälle, da hilft physische Trennung von Systemen. Bitte schön. Klaus Wittmann, ASPEN-Institut, Brigadegeneral AD. Frau Ministerin, Sie haben sich ja persönlich im Prozess der Erarbeitung des Weißbuchs enorm engagiert. Mich würde interessieren, wie beurteilen Sie die öffentliche Resonanz, die dieses Weißbuch gefunden hat, in dem ja viele der bisher schon besprochenen Themen vorkommen? Haben Sie den Eindruck, dass es merkbar die offene öffentliche Debatte, deren Fehlen Herr Minister de Maizière auf einem Gebiet beklagt hatte, voranbringt? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Debatte deutlich an Fahrt gewonnen hat und reduziere das aber nicht alleine auf den Weißbuchprozess. Der Weißbuchprozess, der sehr inklusiv gestaltet war, wir haben ein ganzes Jahr lang breit und öffentlich diskutiert, hat uns auch erst die Augen geöffnet für wichtige Themen. Wir hatten am Anfang das Thema Cyber gar nicht als Workshop auf der Agenda und haben es dann nachträglich, weil wir merkten, was für ein dominantes Thema das ist, mit aufgenommen. Debatten, die sich entwickeln, die kann man nicht festmachen an einzelnen Punkten wie Weißbuch, sondern sie werden breit geführt. Ich merke, dass sich etwas verändert hat an der Debatte und damit auch Wissen über Herausforderungen, aber auch unsere Antworten breiter und tiefer geworden ist in den Umfragen. Denn wir haben inzwischen eine Situation, wo eine Mehrheit befürwortet stärkere Investitionen zum Beispiel in Sicherheit und in Bundeswehr, auch in Polizei. Das machen die Menschen nicht, weil sie ihre Meinung im Grundsatz geändert haben, sondern weil sie spüren, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und es ist auch ein Ausdruck von Vertrauen in das, was sie sehen, was Bundeswehr und Polizei leisten, bei allen Schwierigkeiten, die da sind. Aber diese Zustimmung muss man sich erst nach und nach erarbeiten. Der Anlass ist bitter. Der Anlass ist das Verhalten des Kreml, das ist der IS, das ist Terror, das sind Cyberthemen. Dennoch, wir bemerken an der wachsenden Zustimmung einen Anstieg auch der Aufmerksamkeit und das ist ja das Wichtige. Das Wichtige ist ja, dass wir das Thema verbreitern, dass das Wissen um die Umstände breiter wird, dass das Verständnis, warum wir die Dinge machen, größer wird und das ist unsere tägliche Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Wir haben dort drüben einmal ausgleichende Gerechtigkeit, hier war auch schon eine Frage, genau. Schönen guten Tag, mein Name ist Steffen Helbing, ich bin gehörlos und bin Mitglied im Ortsverband Brandenburger Tor. Und mich würde interessieren, wie die Zukunft genau aussieht. Das heißt, wird es eher in die Richtung gehen, dass es mehr Kameraüberwachung geben wird oder werden mehr Polizisten eingesetzt? Einmal die Frage, gern in die Runde. Ja, ich halte das nicht für einen Gegensatz.
das haben manche auf meinen Vorschlag, dass wir mehr Videoüberwachung machen und das Gesetz ändern, gesagt, naja, lieber mehr Polizisten. Wir brauchen beides. Videoüberwachung heißt ja nicht, dass eine bestimmte Person mit Namen in einem Bewegungsprofil verfolgt wird, sondern Videoüberwachung heißt, dass sie etwa an einem Bahnhof, an großen Plätzen, an Flughäfen, an Kriminalitätsschwerpunkten feststellen, dass da Menschen von A nach B geht. Der Name interessiert überhaupt nicht. Erst wenn ein Verbrechen erfolgt ist, ein Koffer abgestellt, aus dem eine Explosion entsteht oder ähnliches, dann und nur dann werden diese Bilder etwas länger aufgehoben und man kann verfolgen, welcher Täter ist das. Ich will mal, das haben wir alle gesehen, das fand ich ein eindrucksvolles Beispiel bei der Fußball-Europameisterschaft. In den ersten Tagen, da gab es die gewalttätigen russischen Hooligans und der eine Mann mit der Mütze, der in der Fußgängerzone einen anderen Fan zusammengetreten hat. Zwei Tage später ist er im Stadion aufgetaucht und konnte deswegen festgenommen werden. Da habe ich mich gefragt, hätten wir in Deutschland, außerhalb Bayerns, diese Bilder gehabt oder nicht? Die Antwort ist wahrscheinlich nicht. Im Stadion ja, auf dem Platz wahrscheinlich nicht. Und deswegen glaube ich, ist das eine sichere Maßnahme. Was ich darüber hinaus vorgeschlagen habe, und darauf zielt vielleicht die Frage, ist Gesichtserkennung. Und was meine ich damit? Auch da gilt, nicht jeder soll festgestellt werden, wenn er auf einem Bahnhof hin und her geht, wer er ist. Das wäre ja absurd. Aber wenn ein gesuchter Terrorist, wie der, der jetzt in Chemnitz war, wenn es eine öffentliche Fahndung gibt und man weiß nicht, wo er ist, dann halte ich es für keinerlei Grundrechtseingriff aller anderen, wenn man dieses Gesicht an die übliche Videoüberwachungssoftware am Bahnhof Chemnitz in Leipzig und anderswo eingibt. Und wenn er dann da auftaucht, schlägt diese Software an und sagt, da ist er. Das ist ein so unglaublicher Gewinn an Sicherheit, ohne überhaupt irgendeinen Bürger zusätzlich in seinem Grundrecht einzuschränken. Und das halte ich für dringend geboten. Polizisten braucht man trotzdem, irgendeiner muss auch einen festnehmen. Polizisten machen auch ein Gefühl von Sicherheit. Polizisten haben vielerlei Aufgaben, die Kameras nicht erfüllen können. Also kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Vielleicht darf ich das noch mal, verstärken. Die Debatte führen wir ja, damit wir für verschiedene Situationen angemessen reagieren können. Wir haben in der Weißbuchdiskussion plötzlich eine vehemente Debatte um die Frage Bundeswehreinsatz im Innern gehabt. Mir ist anhand der Intensität, wie am Anfang der Streit lief, klar geworden, das ist ein Thema, das hatten wir bisher nicht durchdiskutiert. Das stand im Raum, die eine Seite sagte, wir brauchen das, die andere Seite sagte, niemals. Da sich aber inzwischen vieles verändert hat, muss man nochmal neu diskutieren über angemessene Mittel. Und was war neu? Wir haben uns Paris und Brüssel solche Szenare nicht ohne weiteres vorstellen können vorher. Und jetzt muss man sich vorbereiten für den Fall, der hoffentlich nie eintritt, aber ein Szenar, wenn Sie in verschiedenen Bundesländern zur gleichen Zeit orchestriert Terroranschläge haben und die Polizei, die immer gut ausgerüstet und ausgestattet sein muss, das sage ich bewusst als Verteidigungsministerin vorweg, die Federführung hat. Wenn sie die Hilfe der Bundeswehr bräuchte, dann wäre es ja absurd, wenn wir das nicht geklärt haben, ob das geht, ja oder nein, juristisch. Das haben wir jetzt geklärt. Und zweitens, was mir viel wichtiger ist, dass wir das nicht vorher geübt haben. Denn wenn es ernst wird, dann erwarten die Menschen zu Recht, dass die Dinge auch effektiv und wirksam, schnell und sicher ablaufen. Und deshalb gibt es keinerlei Entschuldigung, wenn man es vorher nicht geübt hat. Was ich nicht wollte, ist, dass augenzwinkernd das Einverständnis da ist, ja, wenn es ernst wird, dann kommt ihr, und wir aber keine Vorsorge getroffen haben, dass man im Ernstfall nicht eingreifen kann. Die Debatte ging so weit, dass man sagen musste, es kann ja nicht sein, dass irgendwie die österreichische, das Bundesheer oder die französische Armee Streitkräfte zur Hilfe gerufen, wenn das könnten wir, und die Bundeswehr in den Kasernen bleibt. Und deshalb sind solche Debatten, wie wir sie aktuell führen, richtig, denn man muss Szenare, die neu auftreten, ganzes Cyberthema haben wir diskutiert,
durchsprechen, man muss die Eventualitäten durchsprechen. Und unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist es, Vorsorge zu treffen für Fälle, die hoffentlich nie eintreten. Aber wenn sie eintreten, dann muss man gerüstet sein. Mit Blick auf die Uhr, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Schaffen wir noch die 6 Fragen? Wir haben eigentlich nur noch 10 Minuten. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wir machen hier auf der Seite weiter. Aber 6 Leute sehe ich noch. Gucken wir mal, was schaffen. Guten Abend, Mustafa Al-Ammar. Ich bin aus Baden-Württemberg. Ich bin in Irak geboren. Irak ist mein Mutterland. Deutschland ist mein Vaterland. Und ich bin deutscher Staatsbürger. Ich engagiere mich sehr stark gegen Radikalisierung und für bessere Integration für die Flüchtlinge. Heute habe ich auch hier dabei eingeladen, die irakische Botschafterin. Die ist dabei. Und die erste Frage ist, also an den Herr Bundesministerin, also Sie haben Irak viel unterstützt und vielen Dank von die ganze irakische Bevölkerung, die bedanke ich richtig recht herzlich für ihre Arbeit. Aber Irak braucht weiter Unterstützung und, so, und das heißt also Bagdad direkt, also der Herr al-Abadi braucht ihre Unterstützung direkt, bitte, mit der Waffe gegen ISIS im Moment. Die zweite Frage ist... Darf ich Sie mit Ihrer zweiten Frage leider in die Workshops verweisen? Das leider. Ganze schnell. Es tut mir leid. Nein, wir haben ja noch 5 weitere Personen, dann können die anderen auch noch fragen. Sie würden uns einen großen Gefallen tun. In die Workshops, also kommt denn Herr Demisi auch oder nicht? Ja, die sind ja, auch okay. Im Workshops dabei. Dann bin ich dabei. Vielen Dank. Super, danke schön für Ihr... haben auch gleich Werbung für Workshops gemacht. Ich kann auch die Antwort kurz machen. Ja, Sie wissen, ich habe es vorhin kurz angesprochen, einerseits unterstützen wir die Kurden, die peschmergischen Kämpfer, Peschmerga als Kämpfer der Kurden. Wir unterstützen aber auch sehr stark Deutschland im Vorsitz der Gruppe, die den Wiederaufbau, die Stabilisierung zum Beispiel von Tikrit, zum Beispiel von Ramadi, nach der Rückeroberung aus den Klauen des IS begleitet, hat Deutschland den Vorsitz in der Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Sie können gewiss sein, dass wir uns darauf einstellen, dass das eine lange Partnerschaft sein muss, die wir gemeinsam eingehen wollen. Denn es ist in unserem Interesse, dass der Irak an Stabilität gewinnt, dass der Irak zusammenhält und dass der Irak eine Perspektive für die Menschen, die dort leben, auch tatsächlich bietet. So, dann kommen wir noch einmal zu der Seite dort. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Jörg Schäfer. Ich bin hier aus dem CDU Zehlendorf. Süd und bin Polizeibeamter hier in Berlin. Zuerst Herrn Herrmann, ich darf Sie auch ganz herzlich einladen, hier in Berlin mal eine Veranstaltung, wir würden das gerne zusammen vielleicht organisieren. Auch Berlin ist schön, nicht nur Hamburg, sondern auch Berlin. Meine eigentliche Frage geht an Herrn de Maizière, und zwar geht es darum, Sie sprachen davon, die Wertigkeit von Polizeibeamten wieder etwas höher zu setzen, also sprich den Respekt und die Anerkennung. Sehen Sie auch eine Notwendigkeit, eine finanzielle Angleichung der Polizeibeamte, Bund, Länder vielleicht durchzuführen? In meinem Dienstgrad ist es so, hier in Berlin bekomme ich mein Gehalt, das ist schön. Derselbe Kollege im Bund bekommt 500 Euro netto mehr im Monat. Die Frage ist... Das bitte mal ganz laut der Gewerkschaft der Polizei sagen die. Ja, ich denke, ich habe ja schon den einen oder anderen Vertreter hier gesehen, von sei es Bund Kriminalbeamter oder von der DPOLG. GDP wird wahrscheinlich auch versteckt sein. Aber ich sage jetzt mal letztendlich, Sie und Herr Schäuble treffen sich ja öfters, wie ich mit ihm vielleicht. Ob Sie da vielleicht auch eine Notwendigkeit sehen, dass Sie sagen, Mensch, also nicht nur der Bund sollte entsprechend ausgestattet sein, sondern die Länderkollegen müssen angepasst werden, weil Herr Kant, der Polizeipräsident hier in Berlin, ja auch schon in einem Brandbrief sich darüber beschwert hat, dass immer mehr und mehr Kollegen weggehen. Ich mache es ganz kurz, dann kann Joachim Herrmann vielleicht ergänzen. Das Erste ist, in der Tat verdienen und brauchen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Respekt. Da haben wir vielleicht auch einen Fehler selber gemacht, indem wir gesagt haben, was ist das klassische Leitbild der Polizei, Freund und Helfer? Ja, das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt des Polizeialltages. Der Polizist ist nicht nur Freund und Helfer. Der hat das Gewaltmonopol, der muss auch harte Sachen machen. Und gerade dann verdient er Respekt. Deswegen glaube ich, müssen wir auch über, wie Sie das gesagt haben, gesellschaftspolitisch über die Rolle der Polizisten reden. Und das ist deutlich mehr als Freund und Helfer. So, jetzt zur Frage der Finanzierung. Wir haben in der Föderalismusreform entschieden durch eine Grundgesetzänderung, dass Bund und Länder die jeweilige Personalhoheit über ihr Personal haben und auch über die Höhe der Bezahlung selbst entscheiden. Das ist auch Kern der sozusagen Staatlichkeit der Länder.
So, und deswegen ziehen wir unsere Bahn und glauben, dass wir unsere Bundespolizistinnen, Bundespolizisten, Mitarbeiter des BKA und so, so bezahlen, wie wir das für richtig halten. Und sehen mit Kummer, dass es in anderen Ländern schlechter ist. Aber deswegen jetzt die Föderalismusreform rückabzuwickeln und sagen, das soll der Bund alleine regeln, da bin ich gespannt auf die Antwort von Joachim Herrmann. Nein, da bin ich überhaupt nicht dafür, zumal, sind wir ja einig, ja. Zumal die gleichen Kollegen in ihrem Dienstgrad, wenn sie in Bayern fragen, die kriegen doch mehr als der Kollege vom Bund. So nehmen wir, das ist schon so. Frag deine Bundespolizisten. Ja, sie sind aber gar nicht mehr auf dem Parteitag. Die Kollegen von der DPOLG wissen das auch. Die haben nämlich immer diese Gehaltsvergleichsberechnungen. Ich will damit nur sagen, ja, das ist Länderhoheit. Und da entscheiden die Länder, wie sie die Prioritäten setzen. Wenn ich die letzten 3-4 Jahre zurückdenke, hat Bayern, glaube ich, im Länderfinanzausgleich jedes Jahr 2-3 Milliarden Euro an Berlin gezahlt. Es wäre dem Berliner Senat offen gestanden, dieses Geld für eine Erhöhung der Gehälter der Polizeibeamten zu verwenden. Wenn sie es leider für was anderes verwendet haben, mischen wir uns da von Bayern nicht ein. Aber generell will ich nochmal unterstreichen, ja, wir brauchen erstens generell draußen auch in der Bevölkerung wieder ordentlich Respekt vor unseren Polizeibeamten. Die Mehrzahl der Bevölkerung hat das und die Mehrzahl der Bevölkerung, glaube ich, hat eine hohe Wertschätzung gegenüber unserer Polizei. Aber wir müssen denen, die dies nicht haben, auch deutlich entgegentreten und widersprechen. Wir müssen Leute, die gewalttätig werden gegen Polizeibeamte, auch härter bestrafen. Ein Thema, womit wir uns jetzt hier in Berlin ja in den allernächsten Tagen nochmal beschäftigen wollen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, auch der Wertschätzung gegenüber Beamten, denn die Polizeibeamten, egal in welchen Ländern, egal in welcher Gehaltsstufe, allesamt, inklusive der Kollegen vom Bund, die halten Tag und Nacht ihren Kopf letztendlich für unser aller Sicherheit hin. Und deshalb muss dieser Staat in der Tat diesen Beamten auch ein Stück noch mehr Wertschätzung und auch Rechtssicherheit entgegenbringen. Dafür setzen wir uns ein. So, jetzt wird es ambitioniert. Wir haben nur noch wenige Minuten. Wir versuchen mal, wie weit wir kommen. Die nächste Frage, bitte. Hallo, mein Name ist Sebastian Söllner. Ich bin vom ACDJ Berlin. Und ich habe eine Frage an die Struktur. Sicherheit ist Ländersache, immer gewesen. Der Bund hat sich jetzt ein bisschen mehr Sicherheitskompetenz erkämpft gegenüber den Ländern mit dem neuen BKA-Gesetz, was es gegeben hat. Aber ich frage mich, ob das ausreicht, auch im Hinblick auf den Artikel 35 unseres Grundgesetzes, was die Unglücksfälle angeht, die Möglichkeit, Streitkräfte einzusetzen. Brauchen wir womöglich eine Föderalismusreform, die einen anderen Weg geht als die bisherigen Föderalismusreformen, in denen sich im Wesentlichen ja Bayern auch durchgesetzt hat, mit der Forderung mehr Kompetenz für die Länder, wo es dann heißt, mehr Kompetenz für den Bund, für bestimmte wichtige Sachen, wo wir sehen auch, dass Dinge, die in der Föderalismusreform gemacht wurden, vielleicht in Bayern funktionieren, aber in anderen Ländern doch noch schwieriger sind. Nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Das war schnell, was soll ich sagen. Die nächste Frage, bitte. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Bernd Repan. Ich bin Leiter der Kriminalpolizei in Coburg. Mein Anliegen geht an Sie, Herr Minister de Maizière. Es geht um die materiell-rechtlichen Grundlagen und gerade auch um die eingriffsrechtlichen Grundlagen, die wir als Polizei brauchen. Stichwort Wohnungseinbruchdiebstähle, bei uns eine Serie von Einbrüchen. Wir haben Gott sei Dank die niedrigsten Zahlen, Minister Herrmann hat es schon deutlich gemacht, nur auch die wenigen, die betreffen die Leute sehr. Und wir brauchen gerade bei dem Gesetz, wenn es um die Vorratsdatenspeicherung geht, wir haben ja hier die höchste Schwelle, wir brauchen einen Richter dazu. Aber wir brauchen gerade bei den Standortdaten eine Verbesserung. Wenn wir das nicht bekommen, können wir manche Straftaten auch dem Täter dann entsprechend nicht nachweisen. Genauso geht es um das Thema bei der TÜ, Telefonüberwachung. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass verabredete Straftaten, gerade wenn es um die sozialen Netzwerke geht, da auch nachgewiesen werden können. Wir brauchen da vom Gesetzgeber in Berlin die entsprechende eingriffsrechtliche Grundlage. Sie wollen, dass das kommt. Dem stimmen wir zu. Wir haben das in der Berliner Erklärung auch niedergelegt. Da sind CDU und CSU vollständig einig. Ich bin froh, dass wir in dieser Legislaturperiode mit den Sozialdemokraten einen Kompromiss zur Vorratsdatenspeicherung hinbekommen haben. Wir fordern, dass es dort noch weitere Eingriffsmöglichkeiten gibt.
Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das noch hinkriegen. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch besprechen. Aber einen Hoffnungsschimmer gibt es, das ist der Wohnungseinbruch. Wir fordern seit langem, dass wir den Wohnungseinbruch, auch den einfachen Wohnungseinbruch, mit einer Mindeststrafe von einem Jahr versehen, als Verbrechenstatbestand. Und wenn es dann organisiert ist, dann sind wir schon da, wo Sie hinwollen, auch bei der Vorratsanspeicherung. Die SPD tat sich sehr schwer damit. Und ich bin froh zu hören, ich kenne es bisher nur über die Agenturen, dass die SPD-geführten Innenminister jetzt heute einen Beschluss gefasst haben, dass sie mannhaft fordern, die Erhöhung der Strafbarkeit des Wohnungseinbruchs auf ein Jahr. Da kann man nur sagen, herzlich willkommen im Club, haben wir schon lange gefordert. Wenn Sie das jetzt auch fordern, dann wird es vielleicht noch was diese Woche. Dann haben wir noch die letzten beiden Fragen hier. Ja, mein Name ist Martin Mewes, ich bin von der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf. Mich interessiert von Frau von der Leyen, die Bundeswehr macht ständig irgendwo weltweit Einsätze. Die Truppe ist stark im Einsatz gebunden. Wie möchten Sie die Reservisten, die in Deutschland ja existieren, aktivieren und motivieren, die freiwillige Tätigkeit in der Bundeswehr wieder aufzunehmen? Wir brauchen, Sie haben völlig recht, die Reserve dringend. Neben mir sitzt jemand, der gerade eine Reserveübung hinter sich gebracht hat. Und also als gutes, leuchtendes Beispiel da, ich habe nur Ausgezeichnetes gehört. Ich hoffe, er war zufrieden, aber das hat er mir eben durchaus bestätigt. Also, wir brauchen die Reserve und die gute Nachricht ist, dass wir, auch weil wir das Unterhaltssicherungsgesetz für die Reservistinnen und Reservisten verbessert haben, gerade angepasst haben, sehen, dass wir deutlich steigende Zahlen an Nachfrage an Reservedienstleistungen haben. Der Anstieg war so steil in diesem Sommer, dass wir Mühe hatten, mit Stellen hinterherzukommen. Also mehr Reservistinnen und Reservisten bei uns ihre Übungen machen wollten, als wir tatsächlich Stellen zur Verfügung stellen konnten. Wir reagieren auch darauf. Wir haben den Haushaltsausschuss gebeten, für das nächste Jahr 500 Stellen mehr uns zu gewährleisten. Das ist von 2.500 rauf auf 3.000. Das scheint auch zu klappen. Also Sie sehen, unbestreitbar. Wir brauchen sie, aber die Nachfrage ist auch hoch und das ist ein gutes Zeichen. Genau auf dem Weg wollen wir auch weitermachen. Und die letzte Frage haben wir jetzt. Ich mache schnell. Ich bin der Andreas Kreuzer aus Reinickendorf. Ich habe eine Frage. Bildung ist ja wichtig und ich habe eine Frage speziell zu den Imamen in Deutschland. Wenn ich mal nur die DITIB herausgreife mit etwa 900 Imamen, dann wünschen sich selbst die Gemeinden vor Ort, ich habe da schon Gespräche geführt, dass doch gefälligst mal ein Imam da ist, der besser Deutsch kann und der sich besser mit westeuropäischer Kultur auskennt, weil der Imam ja eigentlich großer Bruder sein soll und Tipps geben soll. Und wenn er dann nur für maximal 5 Jahre aus Ostanatolien, ich übertreibe jetzt mal, kommt, dann ist das ein bisschen schwierig. Ich finde es schön, dass an deutschen Universitäten jetzt so eine Ausbildung stattfindet, aber man muss auch irgendeine Regularien haben, dass meinetwegen bis 2020 ausländische Imame rein dürfen, danach nicht mehr. Und es gibt auch genug ältere Leute, nette Leute, die auch Pankower Allee in Reinickendorf getroffen habe, die es gelernt haben, Vorbeter zu sein. Also der Kultus ist nicht gefährdet. Herr Kriegel. Ja, ich glaube, die Grundaussage findet durchaus Unterstützung und da besteht ja auch Einigkeit dazu. Ich kann es auch nur berichten, wieder aus dem Leben vor Ort. Es ist befremdlich, wenn Imame nicht Deutsch sprechen, wenn sie offensichtlich beeinflusst sind, offensichtlich drittfinanziert sind und das führt letztendlich auch zu Konflikten. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel sagen. Nach dem gescheiterten Putschversuch der Türkei, 2 Tage später gab es in meiner Stadt eine große Demonstration von Türken. Die unterschiedlichen Communities konnten gar nicht irgendwie identifiziert werden, weil es ja da verschiedenste Gruppierungen gibt. Das Ganze ist extrem übergriffig und skandierend verlaufen in türkischer Sprache. Übergriffig insoweit, als dann die türkische Flagge auch am Rathaus bzw. an unserem Wahrzeichen der Stadt angebracht worden sind. Und da ist sehr deutlich dann auch die Forderung ausgesprochen worden, dass man im Bereich der Imame und dort, wo sie tätig sind, diesen Cut herbeiführen muss zwischen der
staatlich-politischen Beeinflussung und ihrer religiösen Tätigkeiten, dass das nur dadurch geht, dass man die Finanzierung unterbricht, dass man fordert, dass es auch deutschsprachige gibt und dass man aktiv, weil man ja nicht sich gegen die Religionsfreiheit als solche wendet, sondern gegen die radikale Politisierung dieser Religion wendet, dass man auch aktiv diejenigen unterstützt, die im positiven Sinne tätig sind. Also das ist eine Grundhaltung, die ich bestätigen kann. Dankeschön. Dann habe ich als Schluss bei dieser ersten Runde ein kleines Spielchen noch mit Ihnen vier vor. Sie dürfen alle nur in einem Satz antworten und Sie müssen einen Satz, den ich Ihnen vorgebe, einfach nur vervollständigen. Keine Sorge, es ist nur ein kleines Spielchen als Abschluss zu dieser Runde und Überleitung zu den Workshops. Frau von der Leyen, ich fange bei Ihnen an. Was bei Diskussionen über die Verteidigungspolitik endlich mal klar gesagt werden muss, ist... Ein Satz. Wir sollten nie vergessen, dass die gesamte Verteidigung nur funktioniert, weil da tapfere Männer und Frauen sind, die für uns bereit sind, in den Einsatz zu gehen. Herr de Maizière, was mich schon immer bei Diskussionen über die innere Sicherheit in Deutschland aufgeregt hat, ist... Wenn Menschen sich daran beteiligen, die keine Ahnung haben, sich durch Vorurteile leiten lassen... Und sich sozusagen, sich vor allen Dingen darum kümmern, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigen, aber nicht die Sicherheit und Freiheit der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Herr Griebel, in den Workshops sollte unbedingt noch leidenschaftlich gestritten werden über... Die Verfügbarkeit von Daten, weil... ich es den Menschen, die mich fragen, nicht erklären kann, warum die Googles, die Microsofts und die WhatsApps dieser Welt und die Facebooks jedes Datum auswerten kann und in irgendeine Richtung verwenden kann, aber es nicht möglich sein soll, alle nur denkbaren Daten verfügbar zu machen, um Kriminalität zu bekämpfen. Herr Herrmann, und Sie haben den Satz, ein Workshop ist nur ein guter Workshop, wenn, und Sie dürfen nicht sagen, er in Bayern stattfindet. Das gilt nicht. Nein, ich bin ein Fan von Workshops in Berlin, ja. Ein Workshop ist nur ein guter Workshop, wenn jetzt viele neue, gute Ideen rauskommen und wir hinterher am Schluss dieser Tagung wirklich gescheiter sind als wie zuvor. Das war ein glorreicher Schlusswort.